Was geht ab, Leute? Lejanku hier und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, Leute, wahrscheinlich habt ihr schon im Titel gelesen, worum es sich heute handelt, ungefähr. Heute schauen wir uns einen Ex-Moslem an, der versucht, den Islam zu kritisieren. Also man könnte schon sagen, der ist der große Bruder von Persia X. Ich habe sehr viele Nachrichten bekommen, dass ich mal auf diesen Typen reagieren sollte. Und ich hätte eigentlich schon gestern auf den reagiert, aber ich hatte keine Zeit. Ich musste viele Sachen erledigen. Ich habe mir jetzt auch einen Gamer-PC bestellt. Ich habe mir jetzt Elgato bestellt, alles. Ich werde bald livestreamen. Ihr könnt gerne meinen zweiten Kanal abonnieren. Dort werde ich immer livestreamen. Ich werde auch jetzt bald mein Zimmer ein bisschen anders einrichten. Und das war der Grund, weshalb ich gestern keine Videos gedreht habe. Auf jeden Fall, damit ihr es ein bisschen versteht, dieser Typ dreht Videos gegen den Islam. Also er kritisiert nicht den Islam, er beleidigt sozusagen den Islam, was ich einfach nicht okay finde. Das findet niemand okay. Das ist ein Typ, der früher ein Moslem war und jetzt halt ein Christ geworden ist, damit ihr alle Bescheid wisst. Ist ja auch nichts Schlimmes dabei, so muss jeder für sich selbst wissen. Auf jeden Fall hat Courage, also der YouTuber Courage, ein Video gegen diesen Typen gedreht. Und dieser Typ hat auch zurückgeantwortet und das Video werden wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe mir das ein bisschen schon angeschaut und ich muss wirklich sagen, ich bin enttäuscht von der Menschheit. Alter, ich bin wirklich enttäuscht, dass es wirklich noch solche Menschen gibt. Ey, das ist Abschaum, ich schwöre. Ihr merkt doch schon an meiner Redensart, dass ich heute nicht so auf Lachkick-Modus bin. Also ich werde jetzt keine Sprüche droppen oder so. Ich bleibe wirklich ernst jetzt. Wir schauen uns das Video jetzt gemeinsam an und ich werde auch ehrlich darauf reagieren. Ich möchte dir gerne ein wenig antworten, weil ich mir gedacht habe, bei so einer Abonnentenzahl, dass ich das ein bisschen für mich nutzen kann, damit ich arme Seelen, die dir folgen, auf meine Seite ziehen kann. Dankeschön für die Werbung auch, die du für mich gemacht hast. Das ist prima, bestens. Der Herr Jesus Christus hat das eigentlich gemacht, nicht du. Leute, seht ihr schon, wie krank er ist? Man merkt auch schon, denen geht es gar nicht um diese Glaubensrichtungen. Denen geht es einfach nur um die Aufmerksamkeit, denen geht es einfach nur um diese Klicks, um diese Abonnenten. Du hast dich schon selbst verraten, weißt du, was ich meine? Also, als ich das Video gesehen habe, ich dachte mir nur so, das kann nicht wahr sein. Der ist noch so ein... Das ist ein richtiger Euro-Muslim, der noch nie einen Vers aus dem Koran gelesen hat. Ob ihr es mir glaubt oder nicht, der hat noch nie einen Vers aus dem Koran gelesen. Guck mal, wer bist du, dass du so etwas sagen kannst? Bist du sein Vater? Bist du ein Verwandter von dem? Siehst du, was er macht? Vielleicht ist das ein richtiger Moslem, der fünfmal am Tag betet. Woher möchtest du das wissen? Ja, nee, wer bist du, dass du so etwas sagen kannst? Weißt du, was ich meine? Alleine schon, dass du das angesprochen hast, das ist schon eine Sünde. Du verurteilst gerade einen Menschen, obwohl du ihn gar nicht kennst. Und das, was Courage macht, das geht dich gar nichts an. So, weißt du, was ich meine? Wenn er meint, fünfmal am Tag beten zu müssen, dann betet er fünfmal am Tag. Und wenn er das nicht machen will, dann macht er das halt nicht. Wer bist du, dass du dann sagen kannst, jo, das ist ein Euro-Moslem? Das ist gerade wirklich eine Sünde, was du machst. Das ist in jeder Religion eine Sünde. Einen Menschen grundlos zu verurteilen, obwohl du ihn gar nicht kennst. Das ist genauso eine Sünde. Nur so zur Info. Und das Einzige, was an dem noch islamisch ist, ist sein Name. Der heißt nämlich, glaube ich, Erjan oder sowas. Erjan. Erjan heißt der Typ. Das Einzige, was an dem noch islamisch ist, ist Erjan. Ey, ich finde das einfach respektlos, was du da gerade sagst, ne? Das ist unnormal respektlos. Wie kann man so etwas sagen? Sei mal ehrlich. Du sagst in dem Video, Erjan sei respektlos. Guck mal, du siehst viel älter aus als er und bist noch respektloser. Weißt du, was ich meine? Vor allem, guck mal, du kritisierst ja nicht den Islam, ne? Ich spreche jetzt von allen deinen Videos. Ich habe mir ein bisschen da angeschaut so, und ich dachte, wird einfach behindert, wenn man deine Videos schaut. Du kritisierst nicht den Islam, du beleidigst den Islam. Du machst dich lustig über den Islam. Das geht gar nicht, Digga. Das geht wirklich gar nicht. Es ist egal, ob Jude, Christ oder Moslem, ey, wir müssen zusammenhalten, Digga. Wir sind irgendwo alles Brüder, weißt du, was ich meine, und Schwestern. Wir sind alles Geschwister, Mann. Wir sind alles Geschwister. Müssen wir uns noch 2019 spalten, Alter? Müssen wir uns das wirklich noch? Digga, wir sind alles Brüder und Geschwister. Junge, ich habe beste Freunde, die sind Christen, Mann. Ich habe beste Freunde, die sind Moslems. Ich habe mal einen Juden kennengelernt, ey, das war der liebste Mensch am Monakoim. Mir ist es egal, ob ein Mensch Christ, Jude, Moslem oder Atheist ist sogar. Das ist seine Sache, das geht nur ihm was an. Wenn er nicht an Gott glaubt, soll ich den jetzt hassen? Hauptsache, er ist ein guter Mensch, Hauptsache er ist korrekt zu mir, dann ist doch alles gut. Wenn man noch 2019 versucht, die Menschen zu spalten, dann ist man in meinen Augen krank. Ist einfach so. Vor allem, Digga, ich habe Freunde, die sind selbst Christen, ne? Ich habe denen dieses Video gezeigt und die sind einfach ausgerastet. Die meinten so, was ist das? Was ist das für ein Typ? Ich bin Ex-Muslim, ja? Ich habe den Islam verlassen wegen solchen Leuten auch, wie ich gesehen habe, dass die wie dämonische Einwirkung immer nur am Beleidigen sind und nie richtig, also Freundlichkeit legen die überhaupt nicht an den Tag. Das ist ein Phänomen unter Muslimen. Das Lieblingswort von den Muslimen ist Punkt, Punkt, Sohn. Ist dir das schon mal aufgefallen? Wenn ihr unter meinen Videos guckt, überall nur Punkt, Punkt, Sohn, Punkt, Punkt, Sohn. Ich punkte deine Mutter.
was hat das denn jetzt mit meiner Religion zu tun? Wenn ich zu dir komme und sage, du bist ein Sohn, ich deine Mutter, dann habe ich das gesagt, nicht meine Religion. Was hat meine Religion damit zu tun? Weißt du, was ich meine? Das, was du gerade sagst, der letzte Bullshit, Digga. Was laberst du, Digga? Du kannst doch jetzt nicht alle Moslems in den Dreck ziehen. Es gibt überall Menschen, die falsch sind. Es gibt überall falsche Menschen, Digga. Das hat nichts damit zu tun, ob du Moslem, Christ oder Jude bist. Es gibt immer Menschen, die ein bisschen krank sind oder Menschen, die einfach doof sind. Weißt du, was ich meine? Hey, ich glaube, das ist das einzige Video, wo ich noch halbwegs sachlich bleibe. Aber ich bin wirklich schon an der Grenze. Weil ich komme mit solchen Menschen einfach nicht klar, Digga. Das ist krank. Das ist wie bei Emily Rose, als sie besessen war. Muslime sind in meinen Augen wie von Teufel besessen. Die kennen kein anderes Wort mehr außer Sohn und ich deine Mutter. Welche andere Glaubensgemeinschaft macht so etwas oder sagt so etwas oder schreibt sowas? Hä, was hat denn die Religion damit zu tun? Ich verstehe das. Ey, der Junge ist krank, Mann. Ey, du hast keine Ahnung vom Leben. Wie alt bist du? Digga, ich bin 18 Jahre alt. Du bist wahrscheinlich 10 Jahre älter als ich. Was ist in deinem Kopf falsch, Digga? Wo bist du hängen geblieben? Ey, sowas sagt man doch nicht, Digga. Damit machst du dir unnormal viele Feinde. Junge, das ergibt einfach keinen Sinn, was du laberst. Wenn ich komme und dich beleidige, dann beleidige ich dich. Nicht meine Religion. Ich würde dir mal empfehlen, ein bisschen Hilfe zu suchen oder so. Weil das, was du von dir gibst, ist wirklich krank. Du versuchst nur, die Menschen zu spalten und das ist nicht richtig. Digga, wir sind alles Brüder und Schwestern. Versuch uns nicht zu trennen, Digga. Versuch uns einfach nicht zu trennen. Leute, ich habe ehrlich keinen Bock mehr auf das Video zu reagieren. Wenn ihr selbst Bock habt, das ganze Video anzuschauen, könnt ihr es auf seiner Seite machen. Ich werde mir das Video auf jeden Fall nicht mehr anschauen. Falls du auf dieses Video antworten solltest, dann antworte auch bitte sachlich. Ja, Leute, was ist denn eure Meinung? Schreibt mal bitte eure Meinung in die Kommentare. Lasst Like da. Auf ein Abo würde ich mich natürlich freuen. Folgt mir auf Instagram, dort bin ich auf jeden Fall mega aktiv. Ja, man, passt auf euch auf. Macht keine Scheiße. Und haut rein. C'est ma vie, mon ami, mon ami. C'est ma vie, mon ami. Ich hab Batzen verdient, doch war niemals wie die. C'est ma vie, mon ami, mon ami. C'est ma vie, mon ami, mon ami. C'est ma vie, mon ami. Unterwegs zu Millionen und ich brauche kein Deal.